Noch kein Abschiedsgeschenk für Marco Sturm, mit neuen Olympiahelden hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim Start ins letzte Turnier des scheidenden Bundestrainers einen Sieg verpasst. Deutschland Cup, live im TV auf Sport 1 und im Stream. Die Auswahl des deutschen Eishockey-Bundes DEB unterlag Russland beim Deutschland Cup in Krefeld mit 3:4, 0:1, 3:1, 0:1, 0:1 nach Verlängerung. Erfolgscoach Sturm, der das deutsche Team in Pyeongchang sensationell zu Silber geführt hatte, wechselt in der kommenden Woche als Co-Trainer in die nordamerikanische Profiliga NHL, der Nürnberger Leonhard Föderl 21. und 29. und der Münchner Frank Mauer, 40. erzielten vor 4.180 Zuschauern die Tore für die DEB-Auswahl. Nikolai Demido, 17. Dmitri Judin, 24. Andrei Chibiso, 51. und Artyom Semtschyonok nach 22 Sekunden der Verlängerung verhinderten mit ihren Treffern aber einen Erfolg für Sturm und seine Spieler. DEB-Team ist stolz auf die Leistung, es war ein super Kampf, wir haben uns nicht unterkriegen lassen, sagte Verteidiger Konrad Abelshauser nach dem Sudden Death am Sport 1 Mikrofon und trauerte seiner eigenen Chance zum Sieg da unmittelbar vor Russlands entscheidendem Treffer nur wenig nach. Wir können schon stolz auf unsere Leistung sein. Torschütze Mauer versprach Sturm für den weiteren Turnierverlauf weitere Topleistungen für einen ehrenvollen Abgang. Natürlich wollen wir für Marco noch einmal eine Schippe drauflegen, um ihm diesen Abschied zu versüßen. Die nächste Chance hat die deutsche Mannschaft am Samstag 13.30 Uhr live im TV auf Sport 1 gegen Vize-Weltmeister Schweiz. Letzter Gegner ist am Sonntag die Slowakei. Neuauflage des Olympischen Finales. 256 Tage nach dem Endspiel von Pyeongchang standen 8 Finalisten auf dem Eis, 7 für Deutschland, einer für Olympiasieger Russland. 2 Silbermedaillengewinner sahen zu, der am Fuß verletzte Verteidiger Moritz Müller und Torwart Danny aus den Birken, der am Wochenende zum Einsatz kommen soll. Ein weiterer warf den Puck zum Eröffnungsboli ein, Fahnenträger Christian Ehrhoff, der im Frühjahr seine Karriere beendet hatte. Als Sturmnachfolger steht der 36-Jährige vorerst nicht zur Verfügung. Der Trainerjob ist im Moment nichts für mich, sagte er bei Sport 1. Doppeltorschütze Föderl und der Mannheimer Sinan Akdag hatten im Finale nicht mitgewirkt. Deutschland Cup als Abschiedsgeschenk noch einmal, zusammen mit den Jungs, ein Turnier zu bestreiten, sei für ihn das ideale Abschiedsgeschenk, hatte Sturm gesagt. Die Zeit war wunderschön, wir haben Wundervolles erreicht. Wir sind zusammengewachsen als Familie. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, betonte der 40-Jährige, der am Montag in die USA fliegt und seinen neuen Job bei den Los Angeles Kings antritt. Der DEB sucht hinter den Kulissen nach einem Nachfolger. Im Gespräch sind neben Ehrhoff unter anderem der frühere Schweizer Nationaltrainer Ralf Krüger sowie die Dell-Coaches Herold Kreis Düsseldorf und Pavel Groß Mannheim. Für den ersten Aufreger sorgten 2 Olympiafinalisten, der Mannheimer David Wolf und Goldmedaillengewinner Nikolai Prokurkin lieferten sich eine Boxeinlage und mussten gemeinsam auf die Strafbank. Ausgerechnet als das DEB-Team in Überzahl war, kassierte es das 0:1. Mauer verlor im Angriffsdrittel den Puck, Demido schloss den Konter erfolgreich ab. Im zweiten Powerplay gelang Föderl der Ausgleich. Nach dem erneuten Rückstand traf der Nürnberger noch einmal in Überzahl. Mauer brachte das Sturmteam später mit einem Alleingang sogar zwischenzeitlich in Führung. Deutschland, Russland 3:4, 0:1, 3:1, 0:1, 0:1, N. Punkt. V. Tore, 0:1, Demido, 16:08, 1:1, Föderl, 20:53, 1:2, Judin, 23:50, 2:2, Föderl, 28:05, 3:2, Mauer, 39:38, 3:3, Chibiso, 50:17, 3:4, Semtschyonau, 60:22, Zuschauer, 4.180.